Ja, Lernort Natur, das ist die Aktion der Jäger gegen lila Kühe. Wir machen Umweltbildung ehrenamtlich seit über 20 Jahren. Das sind über 6000 Jäger in Deutschland, die sich speziell geschult schulen lassen, um Kindern und auch Erwachsenen die Natur nahezubringen. Wir haben auf der Grünen Woche ein Biotop, 300 Quadratmeter groß. Und da können Kinder und Erwachsene auf die Pirsch gehen und heimische Tiere und auch heimische Pflanzen erleben und erfahren. Wir haben ein kleines Quiz, da können die Kinder mit ihren Eltern eine richtige Schnitzeljagd machen und erfahren ganz viel über unsere Tierwelt. Also sehr spannend wird das empfunden, dass auf der Grünen Woche dann plötzlich der heimische Wald zu finden ist und auch viele Tiere, die man eben sonst nicht zu Gesicht bekommt, sondern nur Spuren eben. Es ist immer wieder spannend, den Unterschied zwischen Hase und Kaninchen wieder mal rauszukitzeln. Viele Erwachsene wissen es auch nicht. Viele haben den Fuchs vor der Haustüre, wissen aber nicht so richtig, wie sie mit ihm umgehen sollen. Viele haben den Marder auf dem Dachboden, stellen Fragen. Also das ist sehr bevölkerungsnah, sehr bürgernah, was wir hier machen. Und das kommt auch sehr gut an. Also Lernen und Natur bedeutet, dass die Jäger, die Schüler, die Kindergartenkinder mit rausnehmen in die Natur, auf die Felder, Wiesen, in den Wald, die heimische Natur zeigen. Aber dass sie eben auch die heimische Natur in die Schule bringen. Mit sogenannten rollenden Waldschulen, mit Präparaten, mit Tastbrettern, zum Fühlen, zum Sehen, zum Riechen, auch zum Schmecken. Also Natur mit allen Sinnen begreifen, heimische Natur, das ist der Anspruch, den wir haben. Und das machen wir seit über 20 Jahren. Wir haben eine Seite, eine Internetseite, www.lernort-natur.de. Da gibt es Ansprechpartner bundesweit. Anrufen, Termin vereinbaren und dann kommen die Jäger auch vor Ort. Also wir sind über 6000 in Deutschland, die diese Aktion durchführen.